Ja, alle liebe Menschen, Familie, wir waren, wie gesagt, wir kriegen ohne Corona, das sollte auch so bleiben. Aber diesmal ist es so gut. Als erstes, wir haben das Leben gemacht. Und wir wissen, dass wir die Leben gerne über außen. Die nächste Idee, wir müssen uns nur nicht sein lassen. Ich weiß nicht, wir haben nie gezogen. Immer wenn man Mein Name ist Nana Lifestyler und es ist mir eine große Ehre, heute hier zu sprechen. Vor so vielen Menschen, die hier stehen in dieser Kälte, kann ich nur einen großen Respekt aussprechen. Das ist der absolute Wahnsinn. Danke dafür. Ich hatte damals die Chance gehabt, auf vielen verschiedenen Bühnen zu stehen, wie zweimal in Berlin, Leipzig, Frankfurt an der Oder, angrenzend zu Polen. Selbst in Spanien war ich unterwegs und habe meine Liebe verbreiten dürfen. Was soll ich dazu sagen? Ich habe in dieser Zeit viel erlebt. Ich habe die Akkus von vielen Menschen aufgeladen und konnte mich selbst aufladen. Ich habe aber auch leider extrem, extrem viel Gegenwehr bekommen. Aber so ist das manchmal im Leben, wenn du viel gibst und versuchst, die Welt zu verändern, dann kannst du damit rechnen, dass nicht jeder damit einverstanden ist. Diese Bewegung ist online entstanden. Ich möchte es nochmal betonen. Online entstanden. Daniel war gerade da mit der Selina, mit der Anja, mit der Vivika, mit der Christina, mit der Eva Rosen, die gleich noch sprechen wird, mit Fipschnur, mit Alessio, mit auch Joshua, der filmt, oder auch natürlich unserem wunderbaren Mann aus Brandenburg, der Peter. Wir haben uns nie alle gesehen, weil wir sind weggesperrt. Und trotzdem haben wir dieses fantastische Ereignis heute gemeinsam stemmen können. Dazu kann man auch mal in Hände klatschen für diese großartige Arbeit. Ich glaube, selbst mein großer Mentor Michael Ballbeck, der jetzt gerade zuschaut, der trifft sich auch einmal die Woche gerne, um diese großartige Bewegung anzutreiben. Und wir mit We Love, ein ganz anderes Zeichen, haben es diesmal online gemacht. Und für diese erste Demo, die wir hier haben, diese Friedensdemo für Liebe, ist das, glaube ich, ein gigantisches Erlebnis. Und natürlich wollen wir Danke sagen an Eltern stehen auf. Ich lasse mich nicht impfen. Ich habe noch gesprochen gestern von Wir machen auf, Magic. Die verlieren ihre Identität, die werden krank dadurch. Ich weiß, dass ihr euch wegdreht, weil es weh tut, aber ich bin froh, dass Stück für Stück Polizei steht auf, auch weiter wächst. Die kritische Masse erreichen, das ist das Ziel. 1%, so wie Morphos in Matrix schon gesagt hat, das ist die Anomalie, die wir brauchen. Und wir werden dadurch mehr. Wir sind viele, wir brauchen mehr. Deswegen holt bitte eure Kameras raus. Gerne auch jetzt. Macht Fotos, macht Videos. Das ist so wichtig, dass wir dieses Zeichen nach außen kommunizieren können. Eventuell schauen sie uns über die Schulter, um wirklich zu schauen, sind das echt nur Neonazis, Reichsbürger, Skinheads, Schläger, Linke, Rechte, Antisemiten, was man alles sagt, schwarzer Neger, darf man natürlich nicht vergessen. Oder besser gesagt, Neger-Nazi, da war das Wort, was ich eigentlich meine. Wie verrückt. Und wenn ihr Menschen seid, dann zeigt mir bitte jetzt eure Hände, packt die Hände mal in die Höhe, lasst sie oben, winkt mal bitte. Das sind fröhliche Menschen. Das sind Menschen, die auf die Straße gehen bei Wind und Wetter. Wir sind geküsst von der Sonne, geküsst vom lieben Gott. An die Polizei und an alle Menschen, an die Regierung, die immer sagen, wir sind so verrückt. Das sind winkende Menschen, die Liebe gerade ausstrahlen. Wir werden natürlich sowieso nur mehr. Also, ihr seid die Allergeilsten. Ihr tut so gut und ihr gebt mir Kraft. Nur mit dem Telefon haben wir alles hinbekommen und werden weitermachen und möchte hier natürlich nochmal speziell das Team grüßen, die hier das Unglaubliche möglich gemacht haben. Ich habe euch natürlich von Herzen alle ganz, ganz doll lieb. Ich schenke euch meine Power
und meine Liebe. Und ich kann euch das sagen, ich habe wirklich von tatsächlich Morddrohungen bis natürlich auch E-Mails, die will ich gar nicht vorlesen, alles bekommen und erhalten. Meine letzten Kunden wurden weggenommen, die sich öffentlich von mir distanziert haben. Und ich habe viele Tränen verdrückt. Es ist nicht immer dieser Good Vibes, Hello, Hello Typ. Auch ich ziehe mich manchmal in dunkle Ecken zurück und bin traurig. Aber ich komme dann stark wieder und bleib nicht liegen und gehe raus und sage, es ist gut so, dass wir kämpfen. Und ihr könnt weitermachen. Solange ich hier bin, müsst ihr mein Herz rausreißen. Ich werde weiter kämpfen für die Wahrheit und natürlich weiter kämpfen, dass wir stark bleiben. Und zum Schluss will ich noch sagen, es gibt immer ein paar Energien, die um mich herum sind und bestimmt auch den einen oder anderen Teufel. Booyah, that's the name of the gang.